Grüß Gott und hallo. Mein Name ist Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Begrüße ich Sie. Ich habe in den letzten beiden Hustenvideos über die Hustenarten und über die verschiedenen Hustensäfte geredet. Heute möchte ich Ihnen erläutern, welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt, Husten zu beeinflussen. Und dazu zählt vor allem das, was mit wenig Aufwand Gutes tut. Und da ist an erster Stelle zu nennen die Frischluft. Die Frischluft, einfach nur rausgehen, auf den Balkon gehen, auf die Terrasse gehen, einfach ein paar Stunden draußen sein, bewirkt bei vielen Kindern, die drinnen husten, eine Linderung. Ausprobieren. Der Grund dafür ist, dass die trockene Raumluft die Schleimhäute austrocknet, was zum Hustenreiz führt. Und das ist der häufigste Grund für Husten bei Kindern, die sonst eigentlich nicht viel haben. Denen hilft es, einfach rauszugehen. Wobei man dann oft bemerkt, wenn die Kinder draußen toben, springen und durch den Mund einatmen, dass dadurch der Hustenreiz wieder verstärkt wird. Also versuchen, ruhig mit den Kindern draußen zu sein. Sie am Spielplatz in den Sandkasten zu setzen und nicht sie auf dem Kletterturm rumtoben lassen. Das Zweite, was einfach ist und oft hilft, vor allem beim schleimigen Husten, ist, viel Flüssigkeit dem Körper zu geben. Zäher Schleim wird leichter abhustbar, wenn er flüssiger ist. Und das geschieht am einfachsten durch das Einnehmen, durch das Trinken von Flüssigkeit. Am besten bewährt hat sich dabei das reine Wasser. Gut, wenn Kinder mit Wasser nichts anzufangen wissen, wenn sie es nicht trinken, dann kann man auch Säfte geben. Aber für sie wichtig, am besten wirkt das reine Wasser. Die dritte Möglichkeit, Husten zu beeinflussen, ist die Inhalation mit Kochsalzlösung. Das ist eine Möglichkeit vor allem für die Kinder, die nicht raus können oder für die Situationen, wo das nicht möglich ist, für etwa 5 bis 10 Minuten ein Kind inhalieren zu lassen, ist sicher eine Möglichkeit, die Schleimhäute zu befeuchten. Aber in meinen Augen ist das kein Ersatz dafür, einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Bonbons, zum Beispiel mit Salbei-Bonbons, die Halsregion zu beruhigen. Das hilft. Also bei mir persönlich ist das das beste hustenreizstillende Mittel, was bei mir wirkt. Ich lutsche den ganzen Tag Salbei-Bonbons und habe dadurch ganz wenig Hustenreiz. Ich kann das nur empfehlen, bei größeren Kindern oder bei Ihnen selber, das einfach mal auszuprobieren, wie wirkt Salbei bei mir. Dann etwas, was in der alten Medizin häufig angewendet wurde, heute etwas in Vergessenheit gerät, das sind Wickel. Halswickel mit den verschiedenen Substanzen, ob von Quark über Kartoffel, über Zitrone. Da lohnt es sich durchaus mal, sich entsprechend zu informieren und das mal auszuprobieren. Aber Vorsicht, Wickel dürfen niemals heiß sein. Sie dürfen maximal 37 Grad warm sein, sonst verbrennen sie die Haut. Vor allem bei Kindern mit Vorsicht zu genießen und deshalb diese Warnung. Etwas, was man erfahren kann, wenn man es ausprobiert, wie toll es hilft, ist, ein kaltes Wasser zu trinken, dann, wenn man nachts aufwacht und einen Hustenreiz hat, ohne dass Schleim eine Rolle spielt. Wenn man etwas Kaltes trinkt, dann kann das dazu führen, dass die Schleimhaut in dem Bereich, welches den Hustenreiz auslöst, abschwillt und damit ist die Ursache weg. Ausprobieren, wenn ein Kind mit einem trockenen Husten und einem lang anhaltenden Hustenreiz in der Nacht aufwacht und nichts hilft, auch die Luft nicht und gar nichts, mal ein paar Schlücke kalten Wassers trinken lassen. Und dann hilft dem einen das Trinken von Tee mit Honig oder auch warme Milch mit Honig kann helfen, einen Hustenreiz zu lindern. Das muss man ausprobieren. Ein Sonderfall beim Hustenbehandeln bei Kindern, vor allem bei Babys ist es, weil dieser Husten bei den Babys meistens nicht ein klassischer Husten ist, sondern der Ersatz für Schnäuzen
und räuspern. Das heißt, Kinder kriegen den Schleim nicht anders los als über den Husten. Und da ist es jetzt eben von großer Bedeutung, dass man versucht, die Ursache zu bekämpfen. Wenn ein Kind zum Beispiel durch den Mund atmet, statt durch die Nase, dann wird die Luft nicht richtig angefeuchtet. Das führt zum Hustenreiz. Es kann also dann sinnvoll sein, darauf zu achten, dass ein Kind durch die Nase atmet. Das trifft vor allem für Babys zu. Indem man das Bett schräg stellt und damit die Nase der höchste Punkt ist. Und allein dadurch kann man Kinder vom starken Husten etwas abbringen. Und dann kann es eben sinnvoll sein, wenn man in der Nacht das Fenster auflässt und es nicht zulässt, um eine feuchte, um eine kühle Luftatmosphäre zu schaffen, in denen Babys deutlich besser schlafen. Und bei Babys kann auch helfen, wenn man eine Zwiebel neben das Bett stellt. Und zwar eine rohe Zwiebel, einfach aufgeschnitten, auf eine Untertasse gelegt oder ein Säckchen gemacht, was man direkt ans Bettchen hinmacht. Dieser Zwiebeldunst ist ein ätherisches Öl. Das riechen wir und dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht. Aber es wirkt. Das sind die wichtigsten begleitenden Maßnahmen, die man bei hustenden Kindern einsetzen kann. Versuchen Sie es aus, Sie werden feststellen, das eine oder das andere hilft bei Ihrem Kind besser als beim Nachbarkind. Viel Erfolg! Ich möchte Ihnen sagen und erklären, dass es verschiedene Arten des Hustens gibt. Ich habe mal so für mich 7 verschiedene Hustenarten aufgeschrieben. Wenn ich genauer darüber nachdenke, finde ich vielleicht noch andere, aber das sind die wichtigsten und die erkläre ich Ihnen jetzt in der Kürze. Es gibt viele Husten und entsprechend gibt es auch viele Möglichkeiten, den Husten zu behandeln. Ich gehe auf die 3 häufigsten Mittel ein, erkläre sie und Sie werden am Schluss verstehen, warum es eben oft so schwer ist, den Husten zu beeinflussen.